Die Spinalanästhesie ist eine rückenmarksnahe Anästhesie, wo wir tatsächlich in den Spinalraum gehen mit einer Nadel und dort Medikamente applizieren. Diese Medikamente sorgen dafür, dass wir ab einem besonderen Bereich, zum Beispiel ab dem Bauchnabel, nichts mehr spüren und in vielen Fällen uns auch nicht mehr unterhalb dieser Region bewegen können. Die Spinalanästhesie ermöglicht sehr viele Operationen. Ein ganz häufiges Beispiel ist der Kaiserschnitt, aber auch Operationen an den Beinen, an der Hüfte sind in einer Spinalanästhesie sehr gut möglich.